Leute, wie geht's euch? Wie gut? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Heute ist der Beginn einer neuen Ära oder zumindest eines neuen Videoformates. Wie ihr wisst, Freunde, lebe ich seit 14 Jahren für Fitness und Fitness ist für mich der beste Sport der Welt, was aber nicht heißt, dass es nicht viele andere extrem interessante und extrem heftige Sportarten gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre eine gute Idee, neue Sportarten gemeinsam mit den Profis eben zu testen und zu schauen, ob ich zumindest ansatzweise mithalten kann. So lernen wir gemeinsam nicht nur neue Sportarten kennen, sondern vor allem auch das Leben eines Profisportlers. Klingt nach einem guten Plan, oder? Wenn ihr Wünsche habt, welche Sportart ich als nächstes testen soll, rein in die Kommentarbox damit. Wir starten das neue Format hier in einer der besten Kunstturnhallen Österreichs. Und zwar sind wir in der Kunstturnhalle Innsbruck. Und zwar nicht alleine, sondern mit mehreren Profiathleten des österreichischen Nationalteams. Xeni, dass du mich heute eingeladen hast, beziehungsweise dass ich da sein darf und auch die ganzen anderen Athleten, also richtig heftig, dass alle gekommen sind. Aber ich muss sagen, ich bin richtig nervös, denn Xeni ist ein Meister in seinem Gebiet. Er ist mehrfacher Staatsmeister, du bist EM- und WM-Teilnehmer und Weltcup-Finalist. Kunstturnhalle ist was ganz Besonderes für mich natürlich. Ich bin schon lange hier, über 20 Jahre, aber ich freue mich sehr, euch oder dir die Halle zu zeigen. Also ich liebe das Training mit dem eigenen Körpergewicht, aber ihr dürft echt nicht zu viel erwarten, weil die Geräte, die ich hier sehe, habe ich das letzte Mal, zumindest einige davon, in der Schule gesehen. Es sind so viele Geräte und so viele Profis jetzt unter dir. Es wird sicher schwer sein, dass du da jetzt kommst. Ehrlich? Ja. Wenn mal eine Ansage. So, das war meistens. Fuck! What? Bei mir brennt es jetzt auch schon in den Beinen, muss ich sagen. Nein, nur durchs Aufwärmen. Wir starten mit einem Backflip, also, aber als erster einfach mal nur hier. Okay. Yeah. Nächstes Level, direkt mal hier. Kann nichts passieren, oder? Genau. Der Klassiker, kann nichts passieren. Und dann brechen wir ins Knack. Ja, ja, das kenne ich schon. Ja. Wenn ich länger überlege, keine Ahnung, ob ihr das kennt, dann traue ich es mir gar nicht mehr. Also ich mache jetzt einfach. Also Motivation hätte ich genug. Motivation und Druck ist genug da. Also. Yes! Gut, nächstes Gerät. Damn! Respekt. Das wird nichts, das mache ich sicher nicht noch. Aber saubere Leistung. Okay, schaut euch das mal an, Freunde. Nur Maschinen hier am Start. Also was den Körper betrifft, jeder unglaubliche Shredded definiert. Ich fühle mich hier echt, keine Ahnung, wie im Film 300 bei den Spartiaten. Kennt ihr das? Also alle top trainiert, richtig so. Ich fühle mich da gut aufgehoben, muss ich sagen. Was haben wir da jetzt Schönes? Ein Pilz, wo man das vorher übt. Und Achtung, hier kann man das schon mal... Das probiere ich. Scheiße. Liegestütz da, ja. Fuß nach links weg, ja. Und von da drückst du dann weg. Okay. Mhm. Das Ding ist halt, das sieht so leicht aus, ja. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Muss ich echt mal zu meiner Verteidigung sagen, oder? Ja. Gott sei Dank. Ja, ja. Stimmt so ungefähr. Ja, ich schaue aus wie so ein Hund, der einfach mal muss. Besser wird's nicht. Normal wie er beim Training, was nicht geht, nimmt einfach mehr Kraft, dann geht's. Aber passt soweit, oder? Richtig stark. Richtig stark. Richtig stark. What? Dann gibt's noch Einspreizen. Oh no, fucking way. Ja, also das wird nichts. Das probieren wir nicht. Probier's. Ich sehe schon die ganzen Kommentare unter dem Video. Was natürlich auch viele Zuschauer wissen wollten auf Instagram war, ob du deine Muskulatur jetzt hauptsächlich oder ausschließlich eigentlich durch das Training mit einem eigenen Körpergewicht aufgebaut hast, also durch die Turngeräte und so weiter, weil das sieht halt schon richtig heftig aus. Ja, ganz klar. Also wir alle Turner haben hier mit dem Gerät, das ist gut genug für die Hebelverhältnisse, da baut sich der Körper. Ja, krass. Krass. Alles nur eine krasse Form mit dem eigenen Körpergewicht. Da sieht man halt wieder, was wirklich möglich ist und ja, motiviert. Kann man von diesem Sport leben, beziehungsweise was verdient man da als Profi, wie läuft das? Also das sollten auch sehr viele wissen. Das ist sehr interessant, aber ja, wir sind voll Profisportler, wir trainieren hart sehr viel. Wir haben tatsächlich einige Plätze im Herrensport, dann kann man zumindest die wichtigsten finanziellen Ausgaben sind abgedeckt. Okay, aber ein Porsche aber steht richtig nicht vor der leben. Tür. Nein. Ah, das finde ich richtig schade. Also das muss ich echt sagen, finde ich richtig schade, wenn so Profiathleten so extrem hart trainieren, dass man dann immer noch nicht davon leben kann und vielleicht noch nebenbei was machen muss. Das ist ja, ich finde, das gehört mehr unterstützt. Hoffentlich bekommt das Video ein bisschen Aufmerksamkeit. Somit Sponsoren, meldet euch bei den Jungs auf jeden Fall hier mal ein Shoutout.
Perfekt! Ich bin so geflasht, wie einfach jeder hier eine fucking Maschine ist. Echt, es ist so krass. Und halt richtige Qualitätsmuskulatur, sprich ihr wisst auch, wie sie einsetzen könnt. Also die hat Ausdauer, Kraftausdauer, Spart, Balance am Start, Koordination am Start. Man sieht es direkt schon am Körperbau halt. Da ist einfach Muskulatur da, viele Ringe braucht man halt, extrem viel Muskulatur. Also ist ja jetzt mal krass, live zu kommentieren. Sonst immer nur per Video die Reaktion. Lass ich schon mal eine andere Video. Jo! Krass, krass, krass. Da brauche ich nichts mehr sagen. Man sieht, was für eine unglaubliche Körperspannung am Start ist und vor allem deine Definition. Und er meint, er kommt gerade vom Urlaub. Ja. So, Spannung und... Okay. Ja. Das ist der erste Kreuzzug. Ja, war mein erstes Mal. Also das habe ich noch nie gesehen, was ich beim ersten Mal schaue. Krass, krass. Aber du spürst schon sehr gut in den Schultern. Da sieht das schon Pump, oder? Ja, der Pump ist da. Ja, da war echt so eine krasse Spannung gerade da. Ich habe mir gedacht, ich wäre ohnmächtig und mich zerreißt jeden Moment. Und eine Frage, die extrem häufig war, also mitunter die häufigste Frage, und zwar, hast du schon Erfahrung, finden Frauen deine Skills attraktiv? Klar, natürlich. Das war einfach eine straight, direkte Antwort. Fühle ich. Hast du schon Erfahrung gemacht so? Ja, es ist tagtäglich. Nein. Aber wenn du so Skills hast, das ist beeindruckt immer. Ich hoffe, die Antwort, die ihr euch gewünscht habt. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, den Sport nicht zu machen. Was haben wir da Schönes? Schauen wir mal, was da jetzt wieder auf uns zukommt. Krass. Und in den Plansch rein. Und rein. Und wieder rauf! Ja, jetzt sie. Vielleicht war die Idee mit dem Format gar nicht so gut. Ich blamier mich eigentlich nur hier auf YouTube. Ich versuche mal jetzt einfach hier. Also, zumindest nicht so sauber, aber in der Hand stand auch noch auf. Da brauche ich, glaube ich, mal Unterstützung. Und jetzt. Jetzt. Ja. Scheiße. Das will ich nochmal probieren. Kurze Pause. So erst. Fuck, ich dachte, ich bin schon so. Zwei. Ist einfach auch ein bisschen Angst im Spiel, muss ich sagen. Also, da habe ich echt ein bisschen Angst. Also, da ist schon Respekt auch da. Und jetzt kommen wir. Also, mit Hilfe. Irgendwie. So, jetzt brauchen wir ohnehin mal eine kurze Pause. Und wenn das Nationalteam hier am Start ist, interessiert mich schon auch, wie oft trainiert ihr so die Woche? Also, wie oft trainiert ihr eigentlich generell? Jeden Tag. Jeden Tag? Sechs Tage Woche eigentlich. Sechs Tage Woche. Sonntag haben wir frei, aber sonst 6 Tage Woche. Ja, ein bisschen Regeneration ist genau, auch nicht genau. Schlecht, gell? Genau. Und was auch viele interessiert hat, was ist ja jetzt wichtiger? Also, ist Kraft wichtiger oder Technik wichtiger in diesem Sport? Oder ist es 50-50, oder? Beides. Also ich würde sagen, die perfekte Kombination, ja. Beides? Ja, ja. Und ist es eher harte Arbeit oder ist es Talent? Also was macht ein Profiturner wie euch jetzt aus? Harte Arbeit. Harte Arbeit. Einstimmig. Sind sich alle einig. Alle sind sich einig. Fucking hard work pays off. Du hast Talent. Was halt auch noch einige interessiert hat, war, hat man einen Vorteil beim Turnen, wenn man kleiner ist? Generell? Ja, definitiv, ja. Hat man einen Vorteil? Ja, ja, also ja. Klein und leicht. Ja, klein und leicht am besten, aber ja. Nur leicht bringt es ja auch leicht nicht. Und stark. Also gut, zusammengefasst, klein, leicht und unglaublich stark. Und wenn man jetzt genau schaut, sieht man, wer hier der Nicht-Profi ist. Und zwar sieht man es sehr schön am Handgelenk, checkt das mal aus. Und schon erraten, ja genau, ich. Mir geht es richtig rein, links und rechts. Und bei den Jungs hier, also extrem stabiles Handgelenk. Richtig faszinierend halt, wie halt der Körper mitwächst, beziehungsweise wie man auch das Handgelenk stabilisieren und stärken kann. Kommen wir zum nächsten, schauen wir mal an, was hier am Start ist. My turn, bereit? Ja, geht los. Ein bisschen mehr Anlauf. Aha. Jungs meinten, ich soll einen Überschlag probieren. Okay, wir steppen nochmal ein Level up, also ich probiere nochmal was. Scheiße. Ja, okay. Okay, also erster Schritt mal ist der hier. Ja. Ja, das war schon gut. Okay. Hey, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber es fühlt sich richtig krass an. So. Ja. Geht los.
Glückshormone werden ausgeschüttet. Schiedsrichter sagt so 0,5 von 10 Punkten, aber geschafft ist geschafft. Ende. Hornhaut, auch ein Thema. Ja, ein bisschen Hornhaut ist auf jeden Fall da. Ja. Also, schau mal, was da abgeht. Das ist... Und ich dachte, bei mir ist krass. Das war ein bisschen grausig, aber schon. Ist ja für dich das Traue. Ja, Paulina meint immer so, massier mich besser nicht, weil ich schürfe hier ihren ganz gesamten Rücken auf. Ja. Aber wenn du bei Mädel mal drüber fährst, dann... Notoperation. Ja. Wie sieht eure Ernährung also aus? Also natürlich, ich nehme jetzt mal an, ausgewogen, gesund, halt natürlich auch für die Muskulatur, die kommt nicht von irgendwo halt proteinreich, aber an sich einfach so sehr ähnlich eigentlich, wie man es im Fitnessbereich macht, nehme ich mal an, oder? Tatsächlich. Wenn die Wettkämpfe da sind, dann müssen wir einfach, ist mehr das Timing wichtig, wann das Training ist. Das ist mega interessant. Also dass die Glykogenspeicher perfekt aufgefüllt sind, genügend Energie da ist. Und da ist jeder auch ein bisschen unterschiedlich und da kennt auch jeder seinen Körper am besten. Wie immer, zuerst auf die normale Ernährung achten, wie halt in jedem Sport, und dann halt mit Supplements bei Bedarf ergänzen, oder? Ja. Klassiker halt. Also der Magnesium-Vorrat reicht mal für 3 Jahre. Ja. Und für euch vielleicht bis nächste Woche? Ja, oder morgen. Oder morgen. Das geht jedes Training weg. Es geht jedes Training weg? Ach, so ein Ding ist jedes Training weg. Ja. So ein Ding? Ja, 8 solche Dinge. 8 solche Dinge für die Halle halt. Okay. Ja. Rausgehen ist anstrengender als die Übung. Wie war's? Man braucht ja nicht die Muskulatur, sondern auch das Gefühl. Und da muss ich auch noch an mir arbeiten. Und was auch noch cool ist in dem Sport, dass man auch Ängste überwinden muss. So, das kommt als nächstes dazu. Also beim Fitness machst du halt deine Übungen, aber da hast du jetzt nicht dieses Gefühl, fuck, bei dieser Übung gehe ich drauf. So. Und da habe ich mir schon einige Male gedacht, so, weil es einfach echt so ein kurzer Moment ist, wo man überwinden muss. So eine Hürde. Also jetzt steht noch eine Challenge an. Wir machen es jetzt so, wer als erster oben bei der Kette ist, einfach mal hochziehen, nur aus dem Arm, auf den Arm, und Beine bleiben irgendwie so gestreckt weg, versuchen wir zumindest, und wir starten, glaube ich, in Sitzen, oder? Genau. Aber keine Ahnung, ob wir da überhaupt hochkommen. Es ist ja richtig schwer, mit den Beinen auch so gestreckt weglassen. Auf die Plätze. Fertig. So. Relativ ähnlich, und dann bist du überholt worden. Und dann haben sich die Profis herauskristallisiert. Ich hab meinen ersten Griff so richtig verkackt. Aber du warst trotzdem schneller als ich? Ja. Oh shit. Hast du Talent? Ich glaube, es hat schon von Anfang gepasst, oder? Nein, viel Talent. Sehr positiv von dir, überrascht. Vielen Dank. Bist eingestellt. Bin eingestellt bei den Jungs. Vielen, war vielen mega, Dank. War mega. Für den schönen Einblick hier einfach in diesen Sport. Unglaublich genialer Sport. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Versucht es mal auch aus. Was für ein Video, so kann das neue Format starten. Wenn euch das Format gefallen hat, natürlich, wenn ihr wollt, dass ich neue Sportarten wieder teste mit den Profis dazu, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt rein, welche Sportart ich als nächstes testen soll, beziehungsweise mit welchem Profi. Und ja, die richtige Adresse für freshes Trainingsoutfit, Europas günstigstes Supplement und Trainingsequipment, wisst ihr ja bereits. Danke, Freunde, für eure Unterstützung bei Process mit dem Code Sascha10 und dass ihr unter anderem auch solche Projekte ermöglicht. Und dass es mit dem Code Sascha10 nicht nur 10% Rabatt, sondern auch jede Woche 100 Euro Gewinnspiele auf Instagram gibt und natürlich auch viele Gratisprodukte, welche es sind, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das, ja, wisst ihr ja auch bereits. Ich verabschiede mich, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.